Nastravia! Motherfucker! Meine Freunde, willkommen bei ProBro Lifestyle. Und heute kommen wir mit dem ultimativen Booster-Test, ja? Wir werden den Tunnelblick heute mal richtig auseinandernehmen. Und zwar sind ungefähr 10 bis 15 Leute hier im Gym. Diverse Leute von meinem Fitnessstudio, die mich gefragt haben, ey, wie ist denn der Tunnelblick, ist der gut oder nicht? Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr was, macht euch selber ein Bild. Und ja, Sinn und Zweck dieses Videos heute ist eigentlich euch da draußen zu zeigen, was dieser Tunnelblick drauf hat oder was auch nicht. Also heute ist der ultimative Härtetest für euch, ja. Und sieht so aus, einfach, dass ihr das wisst, vom Ablauf her. Ich habe allen Leuten geschrieben, hallo Jungs, Ablauf für das heutige Late Night Booster Training. Ja? Es geht so, um 10 Uhr treffen wir uns, alle im Gym, und jeder soll einen Shaker mitnehmen und dann kann jeder diese Tunnelblick testen. Ich werde dann filmen, ja, für euch, schauen, wie der Geschmack ist, ihr könnt bewerten von 1 bis 10. Und dann während dem Training, so nach 30, 45 Minuten, werde ich vereinzelt auf die Leute zugehen und sie fragen, hey, spürst du was? Hast du einen krassen Pump? Wie ist die Konzentration? Schwitzt du vielleicht mehr oder spürst du gar nichts? Ja? Ich habe das den Leuten so geschrieben, ich habe ihnen auch geschrieben, ja, dass sie ehrlich sein sollten, weil das Resultat, wir müssen das Resultat möglichst nah an euch bringen. Und jetzt geht's ab ins Gym, wir werden das Gym auseinanderreißen. Bis später. So Leute, wir sind alle hier am Start. Meine Bros sind hier. Brutsch, kennt ihr? Von Amerika. Bro, Migo. Ja, Bro. Valmi am Start, logischerweise. Alles klar. Dann Fanny. Alles klar. Mein Mitbewohner übrigens. Yes. Der Bruder von Migo. Dann haben wir am Start. Jonas. Maschine. Psch, parater Hund. Auch hier vom Gym. Und dann Walter. Auch ein guter Freund von mir, bin ich auch im Gym. Hey, heute ist ein drittes Training, ne? Mein drittes Training. Du bist da kaputt. Du bist kaputt, aber hey, das ist gut, wenn du das dritte Mal trainiert hast. Mhm. Oder heute das dritte Mal trainierst. Für das brauchst du einen Booster. Ja. Auf jeden Fall. Ja, muss mal schauen. Hast du schon probiert überhaupt noch nicht? Ne? Nee, noch nicht. Okay, gut. Und da haben wir, du bist vierter geworden. Moreno. Genau, letztes Mal vierter geworden. Du musst Hochdeutsch sprechen. Ich war letztes Jahr vierter Platz geworden. Vierter Platz, Schweizer genau. Meisterschaft. Cool, ja, trainiert auch mit mir im Gym. Dann haben wir hier, ja, den kennen wir, logisch, Brütsch. Und hier ist noch, hey, hier haben wir einen Polizisten am Start. Also ihr seht alles legit hier. Ciao, mein Freund. Du bist? Hallo, Raffi. Raffi. Und Polizist, ja, richtig? Ja, genau. Schon mal einen Booster getestet? Schon mal einen Booster genommen? Keine Erfahrungen? Sehr gut. Das ist gut, dass wir auch Leute haben hier, die gar keine Erfahrungen haben. Gibt es irgendjemanden, der noch nie einen Booster genommen hat? Yes. Migo, Bro. Yes. Du auch, Walter, was? Yes. Ohne Scheiß. Yes. Krass, ja, dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Wir gehen rein und Leute, einfach, dass ihr wisst, wir haben ein einziges Problem. Wir haben 10 Uhr abends, wir haben Dienstag und einfach, dass ihr wisst, ihr könnt morgen oder besser gesagt heute alle nicht mehr schlafen. Wegen 250 Gramm, also Milligramm Koffein. Naja, was soll's. Wir gehen rein, wir sehen uns. Es sind noch zwei Leute hier am Start und zwar auch vom Fitnessstudio. Ihr seid? Raphael. Simon. Simon, ihr müsst auf Hochdeutsch reden, wir haben vieles hochdeutsches Publikum. Habe ich dir schon mal einen Booster getestet? Ja. Hast du schon mal genommen? Ja. Du hast den Tunnelblick das erste Mal genommen, du hast mir geschrieben. Mhm. Und wie war? Krass. Okay, krass. Das erste Mal einen Booster genommen. Klar, dass er dann krass ist, sowieso. Und du schon mal einen Booster getestet? Nein. Schon mal genommen? Nicht? Gut, dann heute erstes Mal. Psst, reingehen hier. Hey, ciao zusammen. Hey, übrigens ein großes Dankeschön am Beach Fitnessstudio, ja? Ist nicht selbstverständlich, dass wir hier um 10 Uhr abends filmen können. Also darum Daumen hoch für Beach Fitnessstudio in Adliswil. Super. Okay, macht's gut. Danke. Hey, da haben wir noch jemanden am Start, habe ich gesehen. Vielleicht kennt ihr ihn, Instagram, du bist. Hey, alles, mein Name. Checkt ihn ab auf Instagram. Teile coole, kränksten Leute hier in der Schweiz. Was darf mit heute im Booster-Test? Hallo. Okay, alles klar. Hier, große Versammlung hier im Gym. Und hier haben wir den Kameramann, du musst Kameramann sein. Hier habe ich Tunnelblick am Start, ja, der ist noch zu. Hier habe ich einmal Wassermelone und einmal Äpfel. Also zwei Löffel rein, zwei, ja. Nicht mehr.
Und dann machen wir ein kurzes Feedback für die Leute hier, was sie denkt vom Geschmack her, wie der Geschmack so ist. Bedient euch, Leute. Gratis. Gratis. Hey, nein. Zwei Löffel. Was seid ihr am Start? Du bist? Hey. Hier, noch zwei andere Leute am Start. Name? David. Großer Auflauf hier. Alle wollen den Booster testen. Zwei. Strabia! Motherfucker! Ah. Hey, erste Schlücke sind genommen worden. Ganz kurz Geschmack. Gibt es jemand, der den Geschmack scheiße findet? Negativ. Wer hat Melone? Negativ. Wer hat Melone? Mm. Wer hat Äpfel? Wer hat zwei Melonen? Feedbacks. Super, Geschmack, super. 8,4. 8,4. 8. 8. 9. 9. 9,5. 9. Wer bietet? Wer ist unter 8? Ganz ehrlich, unter 8. Unter 8, gar niemand unter 8. Ganz ehrlich, unter 8 nicht. Krass. Gut, ja? Gut, Leute, und jetzt nehmen wir das ganze Gym hier auseinander! Leute, mit dem Training und ich mache mal die erste Umfrage, was sie von Brustern halten. Hier sehen wir gerade Walter am Trainieren. Trizeps hier machen. Ist viel Schwung. Aber auch er hat sehr, sehr gute Gains gemacht hier. Bro, Kopf heraus. Du bist mitten im Training, dein drittes Training heute, muss man sagen. Ja. Ist schon krank, also empfehle ich euch nicht, aber der ist natürlich extra gekommen, weil er den Booster testen wollte. Ja, genau. Ehrliches Feedback. Was willst du den Leuten mitteilen? Also ich muss sagen, um diese Zeit bin ich echt voller Power. Das ganze Zeug hat am Anfang gekribbelt. Das war Spezalanin, ja? Ja, das war wie 1000 Ameisen auf dem Körper. Aber danach habe ich gleich die Power gespürt. Das ist auch sicherlich eine mentale Sache, aber testet diesen Booster aus. Ich kann es nur empfehlen. Keine Werbung machen. Ich will eine objektive Bewertung. Hey, aber echt. Du was vom Fokus. Ja. Ich bin fokussiert im Training. Gut. Und muss sagen. Geil. Das ist eine gute Transformation hinter dir. Vielleicht kannst du mal ein paar Fotos schicken. Blende ich hier ein. Natural Athlet auch. Black One. Black ist aber nicht mehr gute Genetik, muss man sagen. Ja, Simon Panda. Weitermachen so. Ich gehe mal weiter hier zu den Jungs hier. Du bist auch dran. Wie sieht es bei dir aus? Okay. Ja, mein Feedback ist beim Training ist mehr fokussiert, mehr Energie, schnelle Regeneration. Ja, schnelle Regeneration, wir müssen das wissen. Und wie schnelle Regeneration? Das musst du mir jetzt erklären. Gut, das ist einfach zu erklären. Das heißt, du hast weniger Pause bei jedem Satz. Oh, okay. Da hast du mehr Erholung. Also weniger Erholung meine ich. Und ich denke, in Zukunft will ich auch wieder so einen gleichen Bus nehmen. Und ich empfehle euch nur zum Ausprobieren. Okay. Also, das war jetzt bei mir die zwei Löffel. So ein bisschen zu viel vielleicht. Ich muss mit einem Löffel probieren. Aber ja, das geht als Beginner schon. Das ist hyperaktiv durch. Okay, gutes Feedback. Denkst du vierter an der Schweizer Meisterschaft? Und ja, ich werde das ja wieder mitmachen. Und Patrick wird auch dabei sein. Und ich gebe alles. Patrick weiß das. Er versucht mich zu schlagen. Mal schauen, was läuft. Ich wünsche dir ein gutes Training. Und Leute, Booster nicht übertreiben. 1 bis 2 Mal in der Woche. 3 Mal ist schon am Limit, ist schon an der Grenze, wirklich. Hier, ich frage die nächsten Leute. Wie sieht's aus? Booster, alle am Schwitzen, alle gut am Trainieren. Feedback so, vom Feeling her? Am Anfang war ich ziemlich skeptisch. Ja. Doch dann hat er mich überzeugt. Der Fokus ist ziemlich stark. Ganz geil. Also das erste Mal ein Booster genommen? Erstes Training mit dem Booster. Okay, du auch? Ja, erstes Mal ein Booster. Fokus pur, Energie, Hyperaktivität. Okay, gut. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Nee, weiter ein gutes Training. Hey, mein Bro ist auch hier, neutraler Zuschauer. Und was hast du gerade gesagt? Hey, also ich bin jetzt seit einer Stunde hier und schaue die Leute hier trainieren und ich muss sagen, das sind Pitbulls sind ja hier am Trainieren
Also wenn es wirklich nur an den Mitteln liegt, dann sind das ja ein Mittel, das wirklich sehr nützlich ist. Okay. Also ich persönlich habe großen Respekt davon. Ich trainiere seit einigen Jahren, aber ich nehme das nicht so ernst wie jetzt Patrick, aber wir sind trotzdem sehr gute Freunde. Wir sind Bros, wir kennen uns ebenfalls wie Migu. Er ist mein zweiter Bro. Ich kenne seine Familie, er ist von Mazedonien, übrigens Cousin von Valmir. Kennt ihr sicher auch am Start gewesen. Yes. Und ja. Also ich muss sagen, das macht mir richtig Angst, wie diese Leute hier trainieren. Das ist richtig brutal. Also wir sind fast bei den letzten Kandidaten angekommen. Was trainiert ihr heute? Schulter? Ja. Nur Schultern? Ja, Unterarm. Und Waden, okay. Speziell. Ihr seid im Namen. Feedback? Busse. Ja. Sky. Guter Geschmack. Wirkung. Top. Wirklich? Ja. Super. Voll am Schwitzen da. Ja. Super Fokus. Was ist euch so als erstes reingekommen vom Feeling her, als ihr den Booster konsumiert habt? Könnt ihr das sagen? Einfach so, bevor ich ihn genommen habe, war ich müde und jetzt bin ich völlig wach und ich habe so viel Energie. Und bei dir? Ich war gleich so voll hyper. Ja. Ich bin seit 2 Stunden da, will immer weiter trainieren. Das ist geil, das ist gut. Okay, das ist gut. Super. Perfekt. Ja gut, dann wünsche ich euch weiterhin gutes Thanks für das Feedback. ProBro Army am Start. Good morning, people. Morgen danach. Bin gerade aufgestanden und wir haben 8:30 Uhr morgens. Ich bin richtig kaputt, weil ich habe mit Migu noch bis 2 Uhr nachts die Arme richtig krass trainiert, weil ja, ich konnte nicht richtig trainieren mit ihm. Aufgrund von dem, dass wir natürlich ständig die Aufnahmen und Interviews gemacht haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich leider nicht alle Interviews auf der Kamera hatte, aufgrund von Kameraproblemen. Ihr wisst, ich habe eine neue Kamera und leider hat es mir nicht alle Interviews aufgenommen. Ich hoffe aber, nichtsdestotrotz konnte ich euch ein Bild vermitteln und geben, was denn so die Effekte sind, wenn ihr so einen Booster konsumieren wollt. Das ist eigentlich das Ziel. Ich hoffe, das Ziel habe ich erreicht. Schreibt mir eure Comments hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr den Booster testen wollt, testet ihn. Könnt ihr ihn unten hier im Link bestellen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich für eure Loyalität und bis bald. Kiss. Bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, bang, bang.